Mein Thema heute heißt Der Tausch am Kreuz und es ist eine Predigt auf die ich mich richtig richtig freue, weil das ist so ein grandioses Thema, dass ich im Vorfeld schon absolut begeistert bin und ich hoffe, ich hoffe, dass ich diese Begeisterung über diese grandiose Wahrheit irgendwie vermitteln kann. Halleluja, Herr, hilf mir. Okay. In alle Ewigkeit waren Vater, Sohn und Heiliger Geist vereint. Weißt du, wir sind Menschen, die in die Zeit hinein erschaffen worden sind. Wir können nur in Dimensionen und in Zeit denken. Wir können uns Zeitlosigkeit und damit auch Ewigkeit nicht wirklich vorstellen. Aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Gott selbst, ist in aller Ewigkeit schon da. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und er war immer, immer, immer vereint. Immer die Einheit. Immer die Einheit. Weißt du, und Gott ist allgenügsam. Er ist in sich selbst genug. Er ist in sich selbst komplett. Er bedarf nicht irgendwie irgendwas. Er ist alles in allem. Er ist die absolute Fülle. Es gibt bei ihm keinen Mangel, kein, keine Beschränkung, nichts. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Gott eben. Gott. Und dieser Gott, dieser ewige Gott, hat sich uns in seiner Fülle, in seiner Weisheit gezeigt. Und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise. Nämlich in der Form von drei Personen, auf drei verschiedene Arten. Er hat die uns zu erkennen gegeben in diesen drei, ich sag mal, Personen. Und dennoch sind die alle eins. Der eine Gott, die eine Fülle. Aber in drei verschiedenen Art und Weisen hat er sich uns offenbart. Da ist zuerst einmal der Vater, weh ich bin, absolut unveränderlich in alle Ewigkeit. Der große Unveränderliche, der von sich sagt, von seinem Namen, ich bin, der ich war, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde. Ich bin unveränderlich. Ich verändere mich nicht, absolut nicht. Und wir nennen ihn den Vater. Aber weißt du, Vater, das ist so auch irgendwie menschlich gedacht. Da hat man solche gewissen Assoziationen. Und ich sage dir eins: Gott ist viel, 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 viel mehr der Vater. Ähm, er ist mehr, als wir in unsere kleinen menschlichen Vorstellungen hineinbringen können. Da natürlich der Sohn, Jeshua, die zweite Person der Gottheit, Jeshua HaMashiach, Jesus der Messias, der Christus. Wir nennen ihn den Sohn und auch da haben wir das Problem, dass da diese menschliche Komponente mit drin ist, wo wir Assoziationen haben, die nicht andersweise das, wer er ist. Zum Ausdruck bringen können. Er ist viel, 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 viel mehr. Er ist in Ewigkeit eins mit dem Vater. Er war nie getrennt, nie von ihm irgendwie separiert. Ja, und es ist nicht irgendein anderer Gott, sondern es ist der eine Gott. Ja, der eine Gott, 3.1. Halleluja. Und dann. Halleluja, der Heilige Geist, Ruach Hakodesh, der Heilige Geist. Ich liebe den Heiligen Geist. Er ist der Teil Gottes, sozusagen, wenn ich das so formulieren darf, der jetzt auf dieser Erde unter den Kindern Gottes wirkt, der jetzt, der jetzt hier aktiv ist, der uns jetzt gegeben ist. Und wir finden diese Dreieinigkeit beispielsweise im Neuen Testament im Taufbefehl in Matthäus 28, Vers 19. Jesus sagt Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist übrigens ein Job, der noch aussteht. Ne? Macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drei Arten, wie Gott uns begegnet. Drei Weisen, wie er sich uns offenbart, wie er sich uns zeigt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie sind wundervoll. Sie sind einzigartig. Sie sind unbeschreiblich. Sie sind einfach gigantisch begeistern, fesseln, faszinieren, was immer du dir dafür einen Ausdruck ausdenken kannst. Und Gott ist das wichtigste Thema, das es überhaupt gibt, dass wir uns damit beschäftigen. Das bedeutendste überhaupt. was also wir reden über alles Mögliche. Aber das, was wirklich wichtig ist, Gott, das ist eigentlich das, was uns beschäftigen sollte. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. So, und dieser Dreieine Gott hat von aller Ewigkeit her in seinem Innersten, in seinem Wesen, etwas erdacht, etwas konzipiert, etwas geplant, etwas gewollt, nämlich ein Ebenbild, ein Gegenüber den Menschen. Er hat etwas gewollt, wo er etwas schafft, was für diese hohe Position seines Gegenübers gemacht ist. Etwas, was weit, weit über den Engeln erhoben ist. Etwas, das seine Genialität, sein Wesen, seine Art, sein Sein so richtig zum Ausdruck bringt. Ja, seine Schöpfungskraft und zwar in extrem komplexer, göttlicher Weise widerspiegelt. Der Mensch. Und es sollte etwas sein, was genauso dreieinig ist, wie er dreieinig ist. Und wusstest du, dass der Mensch drei einig ist? Hm. Er hat Körper, Seele und Geist. Der Körper ist nicht die Seele. Und der Körper ist nicht der Geist. Und der Geist ist auch nicht die Seele. Sondern sie sind alle unterschiedlich. Aber sie sind eins. Sie sind eine Person. Eine Person. Ganz unterschiedlich und doch völlig untrennbar miteinander verbunden. Ein Mensch, eine Einheit gehört zusammen und das ist so ein bisschen andersweise wie es mit der Dreieinigkeit Gottes ist. So und er hat dieses gegenüber dieses Ebenbild geschaffen und in eine grandiose Schöpfung hineingesetzt. Komplex, gigantisch, gewaltig, von unvorstellbarer Schönheit eine Kreation. Gigantisch. Halleluja. Damit ist nicht nur diese Erde gemeint, sondern das gesamte Universum in all seiner unvorstellbaren Komplexität, was er geschaffen hat. Und all das hat er den Menschen anvertraut. Er hat es den Menschen gegeben. Er hat gedacht, ihr sollt darüber herrschen, ihr sollt darüber sie bewahren, ihr sollt sie bebauen, ihr sollt sie in einer ihm wohlgefälligen Art und Weise darüber regieren, sie leiten. Und Gott hat sie als Mann. Und Frau geschaffen. Halleluja dazu. Ebenfalls in unvorstellbarer Genialität. Füreinander. Konzipiert. Miteinander. Und du weißt, es gibt da einen Haufen Indoktrination, wo das momentan versucht wird, lächerlich zu machen, ad absurdum zu führen und das zu verwässern. Mann und Frau. Ebenbild Gottes. Sie gehören zusammen. Du kannst sie nicht trennen. Die Frau ist ebenso das Ebenbild des Mannes, äh, des Ebenbild Gottes wie der Mann. Sie sind beide geschaffen. Weißt du, und wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange Adam nach seiner Erschaffung im Garten gewesen ist, wie lange er da gearbeitet hat, wie lange er ihn bebaut hat. Vielleicht waren das viele Jahrzehnte. Wir wissen nicht, wie sein Leben wirklich aussah zu der Zeit, als er noch im Garten Eden war. Aber es kam dazu, dass er irgendwann einmal letztlich verführt worden ist verführt wurde. Von wem? Vom Widersacher, vom Gegenspieler, von Satan. Und weißt du, was das ist? Nichts anderes als eine gefallene Kreatur. Ei, nichts anderes als eine erbärmliche gefallene Kreatur. Und diese gefallene Kreatur hat den Menschen dazu gebracht, selbst zu einer gefallenen Kreatur zu werden. Das Urbild der Lüge, des Stolzes, der Manipulation, der Feind hat Adam verführt, das Licht gelockt. Und indem Adam auf den Feind hörte, ihm glaubte, seinen Rat befolgte gegen das, was Gott gesagt hatte, unterstellte er sich dem, was der Feind gesagt hatte. Und so fiel er. Adam auch eine gefallene Kreatur. Und mit ihm fiel die ganze Schöpfung, über die er gesetzt war. Der Sündenfall. Das führte dazu, dass Gott den Menschen aus seiner unmittelbaren Gegenwart entfernte, weil Gott ist heilig, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das, was gegen ihn steht, was gefallen ist, kann nicht vor ihm Bestand haben, würde vernichtet werden. Und so hat er den Menschen von sich... Äh, entfernt hat eine Distanz dazwischen gebracht. Und da ist so: Sünde, Sünde bedeutet Trennung von Gott. Trennung von Gott. So, und jetzt haben wir ein riesiges, riesiges, riesiges Dilemma. Nämlich durch Adams Fall sind alle seine Nachkommen, alle seine, sein, was aus seinem Samen kommt, die gesamte Menschheit für immer von Gott getrennt. Gott hat sie geplant als ein Ebenbild, geplant als sein Gegenüber, geplant, um über alles zu herrschen. Und sie sind gefallen von diesem elenden, verrotzten Satan, ja? Und jetzt dieses Dilemma. Alle Menschen in Adam gescheitert für immer, für ewig. Für immer von Gott getrennt. Ein unlösbares Problem, scheinbar. Und die Mächte der Finsternis haben jubiliert über diesen grandiosen Schachzug, der ihnen gelungen war. Doch Gott, <laughs> Gott hatte eine Lösung, hatte einen Plan, hatte etwas, was in Ewigkeit, in seinem Wesen, in seinem Sein, in seinem Inneren herangereift war. Er hatte ein Geheimnis. Nämlich, um diese Trennung zu überwinden, hat der Herr eine Möglichkeit geschaffen, dass der Mensch wieder zu ihm kommen kann, in seine Position kommen kann, in seine Autorität kommen kann, in diese Ebenbildlichkeit wieder hineinkommen kann als Gegenüber, als Mensch nach seinen Vorstellungen, als Leute, die ihn repräsentieren, Gott repräsentieren und die über diese Schöpfung in guter und ihm wohlgefälliger Weise herrschen. Und dieser Plan hatte mindestens zwei Stufen. <laughs> Kommen wir zur ersten. Die Vorstufe zu seinem Plan, die Basis, das Fundament, auf dem sich das dann alles entfaltet hat. Zunächst mal hat Gott einen Typ herausgerufen aus diesem Weltsystem, Abraham. Aus dem gefallenen, verlorenen System, aus der Gottferne, ein hat er sich rausgeholt, rausgepickt und hat gedacht: Mit dir mache ich jetzt meine Story. Und schon Abraham hat er gegeben, in die, gesagt: In dir werden alle Nationen, alle Völker gesegnet werden, die es überhaupt jemals geben wird. Ja, durch das, was ich durch dich tue, werden alle gesegnet sein. Aber dennoch hatte Gott von Anfang an einen größeren Plan, als nur diesen Abraham und seine Nachfahren zu segnen. Später gab Gott diesen Nachfahren, dem Volk Israel, sein Gesetz, seine Gebote. Und das war schon mal gut. Das war schon mal grandios. Wir haben heute leider manchmal der negatives Bild von den Gesetzen, weil wir wissen, dass kein Mensch sie halten kann. Aber eigentlich war es etwas grandioses, weil es zeigt den Menschen, wie man leben kann, damit man in diese Absichten Gottes. Einfach drin ist. So wie Gott sich das gedacht hat. Er hat gesagt, haltet dieses Gebot und ihr würdet so leben, wie ich will. Der Mensch in seinem Beschränktsein, in seiner ganzen Gefallensein hätte die Möglichkeit gehabt, wenn er denn diese Anordnungen befolgen kann, dass er, ja, einfach nach dem Herzen Gottes gelebt hätte. Es war ein Gegenentwurf. Gottes Gegenentwurf gegen dieses versaute, verdorbene, verrottete, dekadente, kranke, böse Weltsystem. Er hat gesagt, hier ist mein Gegenentwurf. Schaut euch an. Und die Nation Israel sollte nach den Absichten Gottes ein leuchtendes Beispiel sein, ein Vorbild, ein, 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 ein Erstling, ein Fürbitter, ein Licht, ein Wegzeichen, eine priesterliche Nation, wo er dachte, Guckt diese Nation an, da seht ihr, wie ich bin. Die bringen mich zum Ausdruck. Die haben mein Gesetz. Die haben mein Wort. Ja? Hier zeige ich, wie ich bin. Hier zeige ich meine Gerechtigkeit. Hier zeige ich mein Wesen. Hier zeige ich meine Herrlichkeit. Das war die Absicht. Aber du brauchst nur das Alte Testament zu lesen, dann merkst du sehr schnell, dass das Ding nicht funktioniert hat. Immer und immer und immer wieder scheiterte das Volk Israel. Immer und immer wieder sind sie daran vorbeigegangen, an dem, was Gott vorgehabt hat. Immer wieder fielen sie in Götzendienst, in Religiosität, in tote Gesetzlichkeit, in irgendwelche Gräueltaten. Immer wieder wurden sie vom Feind verführt, wie schon Adam. Sie fielen zurück in das System der Welt und das System der Heiden und der Nationen um sie herum. Das war übrigens der Hauptgrund, weshalb die Propheten aufstanden. Sie haben dem Volk gesagt, ey Leute, Leute, der Herr sagt, wir sind die Herausgerufenen, wir sind Gottes Volk, wir sind der Erstling, wir sind die priesterliche Nation, wir müssen dementsprechend leben. Ja, wir müssen zeigen, wie Gott ist. Und was machen wir? Wir leben wie alle Welt um uns herum. Das war das Problem mit Israel. Und im Gesetz gab es die Möglichkeit, sich in befristeter Zeit für einen gewissen Zeitraum mit einem relativ komplizierten Opferdienst Gott nahen zu können. Nahen zu können. Je näher, je besser. Und es gab eine sehr starre Hierarchie. Wie weit darf sich wer, wann, unter welchen Umständen, mit welchem Opfer, wie Gott nahen? Ganz kompliziert, ganz hierarchisch aufgebaut. Ja. Aber das Eigentliche war, dass Gott Sehnsucht danach hatte, unter seinem Volk, unter seinen Leuten zu leben. Er wollte unter den Menschen sein. Es ist sein Gegenüber. Er liebt die Menschen. Er wollte bei ihnen sein. Und deshalb hat er damals, und Sigrid hat ja darüber gesprochen, über die Wüstenzeit, hat er damals dem Volk gesagt: Baut mir diese Hütte, diese Stiftshütte, dieses Zelt mit sehr genauen Angaben. Und letztlich war die Stiftshütte ein relativ bescheidenes Bauwerk: ein Zelt aus Tierhäuten. Ja. Mit den technischen Möglichkeiten, die du vor dreieinhalbtausend Jahren hattest, irgendwie in der Wüste zusammengebastelt. Also jetzt nicht negativ gemeint, einfach nur mit den beschränkten Möglichkeiten. Das Ding stand etwa 400, 500 Jahre. Und Gott hat gesagt: Ich akzeptiere dieses kleine Zelt. Ich wohne darin. Ich zelte unter euch. Warum? Weil er solche Sehnsucht hatte mit den Menschen. Aber ihr könnt euch mir nicht nahen. Es geht nicht. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester an Kippur mit einem sehr komplizierten Dienst sich äh, dort in die direkte, unmittelbare Gegenwart Gottes ins Allerheiligste hineinbewegen. Stell dir das mal vor. Gott, der Schöpfer von allem, zieht in diese, dieses Zelt aus Tierhäuten. Da fällt mir mal ein Zitat von Reinhard Bonke ein. Sinngemäß hat er gesagt, Gott, Gott, die Galaxien sind, wenn er vorbeischreitet, wie Staub, der aus seinem, dem Saum seines Gewandes fällt. Ja, so ist Gott. Und dieser Gott, für den das Universum zu klein ist, zieht in dieses erbärmliche Zelt weil er Sehnsucht hatte, unter seinen Menschen zu sein. Später haben sie einen Tempel gebaut. Auch dort ist er eingezogen. Ebenfalls in ein von Menschen gemachtes, vergängliches Bauwerk. Etwas stabiler, aber ebenso vergänglich. Stand ebenfalls etwa 400, 500 Jahre. Das war nur eine Übergangslösung. Das war nur ein Vorschatten. Sekret hat schon davon gesprochen. Gott wusste wie zerbrechlich der Mensch ist. Er wusste, wie der Feind agiert. Er wusste, dass der Feind in seiner Raffinesse den Mensch verführen kann. Er wusste, dass das keine dauerhafte Lösung ist oder eine endgültige Lösung. Er wusste es. Es war nur ein Vorschatten, eine Übergangslösung. Und dann kam der nächste Schritt. Und jetzt wird spannend. Der nächste Schritt in Gottes geheimen Plan. Von Ewigkeit an, lange bevor der Mensch überhaupt geschaffen war entstand im Herzen des Allmächtigen ein unvorstellbarer Plan. Ein Plan, der sich immer mehr entfaltete, der immer mehr reifte und der niemals, niemals, niemals in den Sinn, in das Denken, in die Vorstellung von irgendeiner Kreatur gekommen wäre. Auch nicht von irgendeiner himmlischen Kreatur, irgendeinem Engel oder irgendeinem Wesen oder irgendeinem Cherub oder was auch immer es da geben mag, von dem wir vielleicht noch nie gehört haben. Die Bibel berichtet nur ansatzweise über die himmlischen Geschöpfe und Wesen und was es da so geben mag. Niemals. Auch nur ansatzweise in deren Sinn gekommen. Ein Geheimnis, ein gewaltiger Plan in Ewigkeit entstanden. Und dieser Plan ist der Tausch am Kreuz. Weil der Mensch in all seiner Menschsein, in seiner Schwäche, seiner Anfälligkeit, seinem Gefallensein, seinem ganzen Wesen, dieser absolut niederträchtigen, verlogenen, satanischen Verführung nicht widerstehen kann, Na, konnte schon Adam nicht, ne? hat Gott sich in seiner grandiosen, allmächtigen Kreativität etwas ausgedacht, nämlich diesen Plan. Ein Plan, der niemals in irgendein Menschenherz gekommen wäre. Es ist ein Plan, der so anders ist, dass er beleidigend ist für unsere Vorstellung ist beleidigend beispielsweise für jede Menschen gemachte Religion. Er straft die geradezu ab, denn Religion ist ja der Versuch des Menschen, irgendwie diese Trennung, die jetzt nun mal da ist, zu überwinden, irgendwas zu tun, irgendwas zu leisten, irgendwie äh, zu Gott kommen zu können äh, durch moralisches Benehmen beispielsweise, durch irgendwelche Dinge, die man tun muss. Irgendwas machen, damit Gott uns akzeptiert. Weißt du was? Das ist unsinnig. Und das ist in 100% aller Fälle funktioniert es nicht. Es ist ein erbärmlicher, scheiternder Versuch. Durch Religion kann man nicht zu Gott kommen. Durch Religion kann man nicht zu Gott kommen. Auch nicht durch Religion, die sich vielleicht christlich nennen mag. Biblisches Christentum ist das Ende von diesen Religionen. Denn hier versucht nicht der Mensch irgendwas, um zu Gott zu kommen, sondern Gott kommt von sich aus zu den Menschen. Das ganze Ding wird umgedreht. Gott kommt zu den Menschen und nicht mehr andersrum. Und dieser unvorstellbare Plan, der Tausch am Kreuz, sah folgendes vor. Gott selbst, der allmächtige Gott, kommt, eben um diese Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf wiederherzustellen, um den Menschen wieder in seine ursprüngliche, äh, von Gott geplante Position zu erheben, um ihm wieder die Möglichkeit zu geben, zu herrschen, Ebenbild zu sein, ihn zu repräsentieren, Gott kommt in die Menschheit hinein. Gott wird Mensch. Er selbst kommt aus dieser allwissenden allmächtigen, allgegenwärtigen, sich selbst genügenden Gottheit heraus ein Teil davon und wird Teil von dieser inzwischen gefallenen Schöpfung. What? Ein Teil Gottes, nämlich der Teil den wir den Sohn nennen Jeshua, kam vom Heiligen Geist übertragen, mitten in diese totgeweihte schöpfung hinein in die vergänglichkeit hinein der ewige gott wird geschöpft durch eine frau ausgetragen normal geboren einer von uns ein mensch er verließ die herrlichkeit er verließ die allmacht er verließ die ewigkeit er kam und er verließ dieses sein bei gott dieses Sein in Gott. Und kam in die Beschränkung von Raum und Zeit und all der menschlichen Begrenzung. Er kam in die gefallene Schöpfung hinein, die genau aus dem rausgefallen war, was er eigentlich geplant hatte. Gott wird Mensch. Und weißt du was? Er lebt nicht als Gott unter Menschen. Sondern er lebt als Mensch unter Menschen, als ganz normaler Mensch. Und dann war es so, in der Zeit, in welcher der priesterliche Dienst begann, also nach 30 Jahren, zieht er Jeshua von zu Hause weg, aus dem Handwerksbetrieb, aus dem er aufgewachsen war, und geht zum Jordan. Dort ist die Taufe. Und dann heißt es, hat der Heilige Geist ihn in die Wüste trieb. Und dort. Wurde er vom Feind, vom Widersacher, von dem eigentlichen Verursacher von dem ganzen Dreck, wurde er behelligt, versucht, attackiert, drangsaliert. Und als er wieder aus der Wüste herauskam, heißt es, dass er in der Kraft des Geistes kam. Halleluja, Halleluja. Mögen auch wir, wenn wir aus Wüstenzeiten kommen, in der Kraft des Geistes herauskommen. Gerade dann, wenn der Feind uns versucht hat, mögen wir aus der Kraft des Geistes herauskommen. Das ist die Absicht, wenn du in der Wüstenzeit dich wiederfindest, dass du gekräftigt im Geist herauskommst. So. Und dann begann der Dienst Jesu. Und für drei oder dreieinhalb Jahre hat er uns gezeigt, was es heißt, ein Mensch nach den Absichten Gottes zu sein. Er hat uns gezeigt, wie der eigentliche Plan Gottes damals für Adam ausgesehen hat. Er hat gezeigt, wie ein Mensch lebt, in dem Gott real ist. Ja, wie Gott es geplant hat. Ein Mensch zu sein, der das Gesetz wirklich real erfüllt. Nicht dem Wort nach, sondern dem Geist nach. Er zeigte uns, wie Gott ist. In der Tat, er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Ein Mensch, wie Gott es gewollt hat. Der in seiner Herrschaftsposition, in seiner Autorität voranging. Genauso wie Gott es ursprünglich für den Menschen geplant hatte. Und deshalb bezeichnet die Bibel auch ihn als letzten Adam. 1 Ritter 15, Vers 45. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Halleluja. Er hat uns gezeigt, wie wir leben können. Damals erstmal Israel, erstmal den Juden, aber auch darüber hinaus jedem Menschen, der ein Interesse daran hat, nach den Absichten Gottes zu leben. Grandios, wunderbar. Er zeigt uns, wie Gott ist. Aber damit war die Sache natürlich nicht vorbei. Das war nicht alles. Er zeigt uns nicht nur, wie wir leben können oder wie wir leben sollen nach dem Herzen Gottes. Es gab noch viel, viel mehr. Dann kam es zu dem unvorstellbarsten Ereignis überhaupt. Dem unvorstellbarsten Ding der gesamten Menschheitsgeschichte. Zu etwas, was niemals, niemals in den Kopf von irgendeinem... Oder in das Denken von irgendeiner Kreatur, irgendeinem Geschöpf, irgendeinem himmlischen Wesen, mag es gefallen sein oder nicht, also auch keine dämonischen oder teuflischen Kräfte oder sonst was, auch nur ansatzweise gekommen wäre. Niemand hätte sich sowas ausdenken können. Es ist aus der Tiefe der Gottheit in Ewigkeit gereift. Dieser Mensch in dem wahrlich der Geist Gottes lebte und der in den Plänen und Absichten Gottes voranging. Jesu, dieser Mensch wurde von einer vom Satan manipulierten Menschheit zum Tod verurteilt. Am Kreuz. Weißt du, also Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und er war dort in diesem Garten Gezemani. Und dort im Garten Gethsemane hat er gebetet, dass dieser Kelch, wenn es irgend sein kann, an ihm vorbeigeht. Wenn es möglich ist, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. Aber er hat gesagt: hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat sein Leben hingelegt und er hat gesagt: Ich, ich gebe das hin, ich bin bereit, diesen Kelch von Golgatha Auszutrinken. Ich bin bereit, den Weg zu gehen. Ich bin bereit, den Willen Gottes zu tun. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, der notwendig ist. Ich bin bereit, dieses vollkommene Opfer zu bringen. Weißt du, Millionen, Millionen von Tieropfer gab es über die Jahrhunderte. Und es war immer nur vorausschauend, 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 niemals wirkliche Sühnung gewährend. Aber hier ging es um das Opfer, was für alle Ewigkeit genug gewesen ist. Und er sagt: ja, ich gehe diesen Weg. Es ist Zeit, dass die Zeit der Vorschatten und des Vorausschauenden Opfers vorbei ist. Jetzt ist die Zeit für das Vollkommene gekommen. Das Vollkommene Opfer. Ich werde es bringen. Mich selbst. So sagte Jesus. Er beschloss nicht nur als Mensch zu leben, sondern auch als Mensch und als Gott zu sterben. Und so verblutete er. Er erstickte, er verendete dort am Kreuz, am Holz. Jämmerlich, elend, nackt, bloß, verspottet, verlacht, beschimpft, aber auch beweint, beklagt, betrauert. Der erstaunlichste Mom Moment in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das Unfassbarste, was es in der gesamten Geschichte der Menschheit gab. Und weißt du, jede Kreatur in der übernatürlichen Welt, alles, was es da gab, war komplett geschockt, war komplett irritiert, war komplett erschüttert. Was passierte hier? Das war ja völlig undenkbar. Unfassbar. Niemand, niemals war sowas de denkbar. Gott selbst stirbt. In ihm ist kein Tod, in ihm ist keine Vergänglichkeit, er ist ewig. Er selbst ist das Leben. Er stirbt. Der Tod ist doch die Strafe für die Sünde, für die Trennung von Gott. Er, der sündlos ist, der in Ewigkeit von Gott ungetrennt war, der Sohn, übernimmt diese Strafe, stirbt am Kreuz. Er, wie kann das sein? Es ist ein Geheimnis, ein gewaltiges Geheimnis. Weißt du, wir sind alle so christlich aufgewachsen, wir kennen das schon von sonst was und wir kapieren gar nicht, was da für eine Brisanz da drin steckt. Was das eigentlich bedeutet? Der Tausch am Kreuz, durch den Gott uns die Möglichkeit gibt, wieder mit ihm in Beziehung zu kommen. Dieses Opfer, was Gott gegeben hat, was er investierte. Gibt uns, den Menschen, die Möglichkeit, dass wir das für uns beanspruchen, dass wir das akzeptieren, dass wir dazu sagen, ja, ich nehme das an für mich. Ich akzeptiere das, es gilt für mich. I receive. Und die Menschen, die das verstehen, die das erfassen und ergreifen, die sagen, ja, genau dazu. Es gibt diese eine Möglichkeit, es gibt diese eine Brücke, wieder zu Gott zu kommen. Ja, ich akzeptiere das für mich. Ja, ich glaube das. Das ist die Chance, in die Absichten Gottes hineinzukommen. Halleluja! Es ist die Möglichkeit, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden. Und zwar nicht über den Irrweg der Religion, indem man irgendwelche Dinge tut, um Gott zu beeindrucken, sondern indem man akzeptiert, dass er alles getan hat. Und das, was wir tun können, ist gar nichts, außer zu sagen, ja. Das akzeptiere ich. Ja, das nehme ich. Ich akzeptiere diese gewaltige, unvorstellbare Gnade, dieses Werk des Herrn. Ich sage ja dazu, was du getan hast, Herr. Und weißt du was? Das ist eine krasse Beleidigung für jede Form von Religion, Ideologie, Philosophie. Ein Schlag ins Gesicht. Ein Skandal ist das. All unsere schönen Versuche, irgendwie als Gutmenschen uns irgendwie besser zu präsentieren, dass Gott mit uns doch bitte schön zufrieden sein sollte, funktioniert nicht. Christentum sagt, alles vorbei. Es ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Niemand, 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 nicht eine einzige Person kann zu Gott kommen. Ohne durch das, was Christus getan hat. Ein Skandal. Ein Skandal. Aber wir müssen verstehen, wie schrill das eigentlich ist. Weißt du, wie schrill diese Botschaft ist? Weil wir die schon hundertmal gehört haben, haben wir die Brisanz überhaupt nicht mehr drauf. Ja? Ein Skandal. Ey, bitte, ein Gott, der stirbt, ein toter Gott. Toll. Ja? Weißt du was, für die Menschen im Altertum damals war das total beleidigend. Das war so absurd, das war so lächerlich. Spinnerei. Ja? Ein Anstoß, Ärgernis. Ey, ein Skandal, eine Schande. Ja, die Leute, die an sowas Verrücktes glauben, die wird das gestört angesehen, ja, Verrückte, Spinner und dann, dann hieß es auf einmal, Moment mal, die haben geheime Treffen und da gibt's Rituale und weißt was die da machen? Die essen Fleisch und trinken Blut. Hilfe. Die waren komplett zum Abschuss freigegeben. Das war so schräg, das war so schräg, das war so daneben, ja. Im Denken der damaligen Welt war das etwas, was man ausrotten musste, weil sie das nicht verstanden haben, weil die Antwort Gottes anders ist als alles, was diese Welt jemals zu bieten hat. Der Skandal des Kreuzes. Verstehen wir was davon? Verstehen wir den Skandal von der Gnade? Verstehen wir die, den Skandal eines Toten Gottes, von dem wir behaupten, er wäre der Retter, Gott und ein Teil von ihm? Ein Teil des ewigen, unveränderlichen Gottes stirbt am Kreuz. Hey, wir müssen uns bewusst sein, was das bedeutet. Wir müssen uns bewusst sein, was das bedeutet. Jesus Christus ist bis heute ein Skandal. Wer das wirklich kapiert. Weißt du, die Leute, die behaupten, oh, Jesus, das war ein großer Lehrer der Menschheit. So nach dem Motto, das war ein Friedensaktivist, ja. Ein Mensch, womöglich ein Grüner, ja? Weißt du was? Ich sag dir eins. Die haben niemals die Evangelien gelesen. Niemals! Die haben vielleicht mal durch die Bergpredigt geguckt, aber die können gar nicht die Evangelien gelesen haben, weil wenn sie da nämlich finden, was Jesus sagt, über ewige Verdammnis, über Hölle, über Gericht, über das, was wirklich wichtig ist im Leben, von der Wucht und von der Ernsthaftigkeit seiner Worte, dann würden die in die Ohren schlackern. Dann kommt man nicht auf solche Aussagen, oh, ein großer Lehrer der Menschheit. Nein! Ein Stolperstein, ein Anstoß. Entweder sagst du Ja zu ihm und akzeptierst das, oder du sagst, das ist totale Spinnerei, ich bin draußen. An Christus scheiden sich die Geister. Amen dazu. Damals, als er am Kreuz starb, in einem nie geahnten Blut und Siegesraus flippten die wieder göttlichen Mächte geradezu aus. Der Finsternis. Hey, Jeshua gab am kreuz sein Leben und sie haben gedacht, sie hätten in absoluten Sicherung. Für das, wofür sie so lange gekämpft und gearbeitet hatten, es wäre jetzt durchgekommen, die Absichten Satans wären durchgekommen. Es wäre ihnen gelungen, einen Keil in die ewige Gottheit, die Dreieinigkeit hineinzutreiben. Überlegt mal. Der Begriff Teufel, den wir haben, kommt von Diabolos. Das bedeutet der dazwischenwerfer, der dazwischentreiber. Sein Ziel ist, Dinge zu zertrennen, auseinanderzubringen, zu zu ja, Distanz reinzubringen. Trennen. Denk mal dran: Sünde ist Trennung von Gott. Er ist der, der trennen will. So, was wäre das aller, aller, allergrößte, was in seinem perfiden, kranken, boshaften Denken überhaupt auszumalen wäre? Das wäre das, dass es ihm gelingt, einen Keil, eine Trennung in die ewige Gottheit hineinzubringen, in die Dreieinigkeit. Das wäre das Größte, was in seinem kranken Hirn denkbar wäre. Ja, die Einheit Gottes zu zerteilen, eine Trennung hineinzubringen. Und weißt du was? Exakt das. Exakt das ist passiert. Exakt das ist geschehen. Exakt das ist geschehen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Gott wurde Mensch, ging in die Schöpfung hinein und es gelang dem Feind zwar nicht, ihn zu verführen, zur Sünde oder ihn zu manipulieren, aber es gelang ihm, Menschen aufzustacheln, ihn zu töten. So starb er am Kreuz, die Finsternis jubilierte. Das Blutopfer des menschgewordenen Gottes übertraf alles überhaupt nur Denkbare. Aber du musst wissen, die Mächte der Finsternis waren auch nur Geschöpfe, noch dazu Gefallene. Sie erkannten nicht die unvorstellbare Genialität Gottes. Sie kannten nichts von dem ewigen Geheimnis. Halleluja! Denn es gab etwas, was größer war als die Gerechtigkeit Gottes. Es gab etwas, was größer war als dieses verzehrende Feuer. Es gab etwas, was größer war als diese Trennung, diese Barriere, diese Schlucht, diese Sünde. Etwas, das sie nicht kannten. Halleluja! Als Jesus am Kreuz starb, trug er die Sünde aller Menschen, aller Zeiten. Alle Sünde. Für die gesamte Schöpfung. Alles. Das heißt nicht, dass jeder errettet wird. Aber das heißt, dass für jeden Rettung da ist. Jeder, der das für sich beansprucht, für den ist Rettung da. Ja, er muss sie nur ergreifen. Wer das für sich annimmt, der hat sie. Wer es ablehnt, ist draußen. Und jetzt musst du dir bewusst sein, Sünde ist Trennung. Alle Sünde lag auf ihm, dem vollkommenen Opfer. Völlige Trennung. Er war getrennt vom Vater und vom Geist. Die Trennung war komplett dazwischen. Alle Trennung, alle, alles, was böse war, alle Niedertracht, alle Mord und, und Sünde und was auch immer, lag auf ihm. Er trug es auf sich, er hatte es dort am Kreuz auf sich gelegt. Und das bedeutete komplette Trennung von Gott. Eine Trennung, die über alles hinausging, was wir uns vorstellen können. Und dann schrie er am Kreuz, als er dort starb. Und in die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen. Das heißt zwischen Gott dem Vater und dem Sohn und Gott äh, und dem Heiligen Geist und Gott dem Sohn auf der einen nein nochmal das heißt dass zwischen Vater und Heiligen Geist auf der einen Seite und Gott dem Sohn auf der anderen Seite die gesamte Macht der Sünde dazwischen lag die komplette Trennung unvorstellbar weißt du Gott war in Ewigkeit eins und jetzt dort am Kreuz gescheit was dass die Auseinander gerissen worden durch diese Trennung, durch diese Sünde. Ein unvorstellbares Leiden für den Sohn, der sagt, was hast du mich verlassen? Aber auch ein unvorstellbares Leiden für den Vater und den Geist. Gott hat das auf sich genommen wegen dieser elenden, verdorbenen Sünde. Wir können nicht ermessen, was das bedeutet für, den, für Gott. Wir können nicht beinhalten, was das für ihn, was da, was da drin war. Er hat zugelassen, dass diese Trennung in die Gottheit hineinkommt, die eigentlich uns von ihm trennt. Wir können das nicht ermessen und ich glaube auch sogar, dass wir es niemals in Ewigkeit erfassen können in Fülle. Und das war unvorstellbar für jedes Wesen in der übernatürlichen Welt, in der himmlischen Dimension. Niemand hätte auch nur gewagt, überhaupt in so eine Richtung zu denken. Das war undenkbar. Und dieses Undenkbare geschah. Gott wird Mensch und stirbt. Und jetzt musst du dir das so vorstellen. Der Vater und der, Sohn auf der, einen, äh, der, Vater und der Geist auf der einen Seite. Diese Berge von Sünde, unvorstellbar, unüberwindlich. Und der Sohn auf der anderen Seite, der all dieses auf sich genommen hatte. Ja? Und dann geschah etwas, was die Finsternis nicht kannte, nicht wusste, was sie niemals einplanen konnte. Es gab etwas, was stärker war als diese Macht der Sünde. Und es geschah etwas, das kannst du dir, oder ich stelle mir das so vor: Auf einmal war es so, wie ein gewaltiger Magnet. Und die Gottheit kam wieder zusammen und pulverisierte die gesamte Macht der Sünde, die dazwischen lag. Und wie geschah das? Durch die Liebe Gottes. Die Liebe war größer als alle Macht aller Sünde. Die Liebe war größer als jede Trennung. Die Liebe war größer als all das, was der Feind angerichtet hatte. Die Liebe. War stärker. Halleluja. Die Trennung wurde durch die Liebe überwunden, aber es war die Liebe der Gottheit untereinander. 1. Petrus hier versagt: Die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Für jeden Menschen, der das für sich in Anspruch nimmt, der das kapiert, der das ergreift, ist Ewige Erlösung, ewige Errettung, ewiges Leben da. Und jeder Mensch, der das ergreift, kommt in die volle Position dessen, was Gott für den Menschen als Gegenüber, als Ebenbild geplant hat. Es ist nicht nur, dass er errettet ist, sondern es ist viel mehr drin. Er kommt in diese Herrschaftsposition, Autoritätsposition, die Gott ursprünglich gedacht hat für den Menschen. Wenn Gott dich anschaut, sofern du das angenommen hast für dich und wiedergeboren bist, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er dich nicht mehr als gefallene Schöpfung, als irgendeinen ah, elenden Erdenwurm oder so ein Quatsch. Ja? Er sieht dich nicht als gefallenen Menschen, er sieht dich nicht mal als Kind Adams, Nachfolger Adams, der vom Feind verführt ist, sondern er sieht Christus in dir. Er sieht Jesus. Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er sieht uns an, dich und mich, und er sieht das vollkommene Opfer. Er sieht uns an und sieht, der Preis ist bezahlt. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen frommen Benimmregeln oder irgendwelchen gemeintlichen Verhaltenskodex zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du das ergriffen hast und darin lebst. Doch weißt du was? Es wird noch besser. Es wird noch viel besser. Denn anders als bei Adam hat Gott einen besonderen Gnadenakt dann auch reingepackt. Wir sind nicht nur in der gleichen Position, wie Adam damals war. Nein, es gibt viel, viel, viel mehr. Jesus gab nicht nur sein Leben, damit wir sehen, wie man lebt in der richtigen Weise. Und er gab nicht nur sein Leben, damit wir gerettet sind und ewiges Leben haben, was das Wichtigste ist natürlich. Aber es gibt mehr. Schau mal, der Vater hat uns geschaffen, sein Ebenbild, hat uns gewollt, erdacht, kreiert, hat sich in uns hinein investiert, hat das Leben gegeben, hat uns gemacht. Hingabe an uns. Der Sohn hat sich in allem für uns hingegeben. Das hatten wir ja gerade. Er hat alles gegeben, völlige Hingabe für uns. Und der dritte Teil der Gottheit, der Heilige Geist, wird jedem Menschen, der sich dafür öffnet, geschenkt. Völlige Hingabe des Heiligen Geistes an uns. Der Heilige Geist wird dauerhaft in den Menschen gegeben. Er gibt sich völlig für uns hin. Er wohnt in uns. Er ist in uns. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heiligen Geist haben sich uns hingegeben. Wie ist unsere Antwort darauf? Diese Hingabe macht uns durch den inne wohne den heiligen geist den kein adam hatte zu einem tempel des heiligen geistes einem tempel gottes einem ort wo er wohnt wo er zeltet wir hatten die stiftshütte wir hatten den tempel jetzt ist gott in uns in jedem der gerettet ist halleluja der das opfer christi angenommen und für sich akzeptiert hat der wiedergeboren ist und das interessante ist dabei also weißt du, Stiftshütte und Tempel waren dreiteilig aufgebaut. Im gewissen Sinne, verstehe ich richtig, auch eine Dreieinigkeit. Dreiteilig aufgebaut. Da war der eigentliche Bau mit dem Vorhof. In dem Bau drin war vorne das Heiligste und dahinter, abgetrennt, dahinter war das Allerheiligste. Und das steht für Körper, Seele und Geist. Interessant, ne? Das eigentliche Gebäude steht für den Körper. Von außen für jedermann sichtbar. Da drin gibt es das Heiligste. Das steht für die Seele. Im Heiligsten waren drei Gegenstände: der Schaubrottisch, die Menora, der siebenarmige Leuchter und der Räucheropfaltar. Drei Dinge, die stehen für die drei Aspekte der Seele, nämlich das Wollen, das Fühlen und das Denken. Und dahinter, dahinter, nicht das gleiche, abgetrennt, aber dahinter war das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten war die Bundeslade, das ist der Geist. Und in der Bundeslade, da gab es den Deckel der Bundeslade, den Thron der Gnade und da war die Shekinah Gottes gegenwärtig. Der Heilige Geist, der in unserem geist Wohnung bezieht. Das ist ein Tempel, ein einiges Objekt oder die Schiffshütte. Das spricht von uns. Das sind wir, das sind du und ich. In uns ist der Geist Gottes, er lebt in uns. In uns ist der Gegenwart, der ist der Ort der Gegenwart Gottes. Er thront in uns, er lebt in uns, er ist in uns. Das hatte niemand bevor Pfingsten erfolgte. Gab es nicht in all den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte. Und das ist so genial und so gewaltig und so grandios, dass die Bibel die Leute, die das ergreifen und die das erfassen, als eine neue Schöpfung bezeichnet, als eine komplett neue Kreatur. Anders als vorher gab es nicht. Was Neues. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? So ist er. Nicht so wird er irgendwann mal sein, sondern so ist er. Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Etwas völlig Neues auf einem anderen Level, einem höheren Level, als es jemals zuvor denkbar war. Der Tausch am Kreuz besitzt eine Dimension, die über alles, was wir uns überhaupt vorstellen können, hinausgeht. Halleluja! Wir kommen zurück in die kompletten Absichten und Bestimmungen Gottes. In das, was er ursprünglich geplant hat. Ja, wir sind auf einmal Menschen nach dem Herzen Gottes. Gerecht, geliebt, angenommen, akzeptiert. Er sieht, wenn er uns anschaut, Christus. Warum? Weil Christus in uns lebt. Wir ein Leib mit ihm sind. Er das Haupt und wir die Glieder. Weißt du, wir sind nicht mehr Teil der alten Schöpfung, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind nicht mehr Teil des gefallenen Systems. Deshalb ist es so tragisch, wenn Christen sich dem System immer wieder so bereitwillig unterstellen. Wir sind nicht mehr Teil dessen, was früher war. Wir sind neu. Hey, neu, komplett neu, völlig neu. Anders, eine neue Kreatur. Adam war geschaffen, eine Kreatur. Durch Jesus entsteht etwas Neues auf einem höheren Level, eine neue Kreatur, ich sage mal so, eine neue Spezies von Menschen. Menschen, in denen Gott ist. Menschen, die ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Menschen, in denen er Wohnung bezieht. Das ist der Tausch am Kreuz. Wenn wir diesen Tausch für uns akzeptieren, sind wir die gesegnetsten Menschen aller Zeiten. Wir durften etwas ergreifen, was über jedes Maß menschlichen Denkens und Verstehen völlig hinausgeht. Weißt du was? Das ist der größte Albtraum des Feindes, was er sich überhaupt denken kann. Der Tausch am Kreuz beinhaltet all das, was Jesus Christus ist. Das Leben, das er gelebt hat, mit all dem, was er als Mann Gottes tat, wie er lebte. Seine Herrschaft, seine königliche Position, all das ist uns gegeben. Wir sind eins mit ihm. Der gleiche Geist, der in Christus ist, ist in dir und mir, wenn du wiedergeboren bist. Es ist nicht ein kleiner Teil davon, nicht ein paar Prozent, irgendwie minimiert, so ein bisschen. Nein, 100 Prozent der gleiche Geist, der in Christus ist, ist, wenn du ein Kind Gottes bist, in dir. Halleluja. Deshalb sagt die Bibel, dass wir ein Leib mit ihm sind. Er ist das Haupt. Und wir sind eins mit dem Haupt. Haupt und Leib sind nicht getrennt. Es ist nicht so, dass da irgendwie ne, de, der Kopf abgetrennt ist und irgendwo im Himmel ist und wir fallen hier so über so ein paar Glieder irgendwie auf, auf der Erde rum. Nein, es ist eine Einheit. Eine Einheit. Das Haupt, Christus und der Leib ist eins, eine Einheit. Deshalb spricht die Bibel von uns als dem Leib Christi, als dem Christus, dem Gesandten. Das sind wir. In diese Position erhoben. Viel mehr noch als das, was damals für Alamo überhaupt gedacht war. In die Position erhoben, dass Gott in uns ist. Der Himmel ist in dir. Die Ewigkeit ist in dir. Alles, was du überhaupt nur vorstellen kannst, ist in dir. Im Geist, im Heiligen Geist. Wo ist der Feind? Unter den Füßen. Wozu gehören die Füße? Zum Leib. Das sollten wir uns bewusst machen. Der Tausch am Kreuz, und jetzt kommt was sehr, sehr Wichtiges, und dann solltest du dir vielleicht aufschreiben. Der Tausch am Kreuz beinhaltet, dass wir alles, was Jesus hatte, auch haben dürfen. Alles. Lies die Evangelien, was Jesus hatte. All das ist für dich. Er ist das Vorbild. Er ist derjenige, dem du nacheiferst. Er ist der Bräutigam. Er ist derjenige, auf den du guckst. Er ist derjenige, der in dir lebt, durch seinen Geist. Du hast den gleichen innewohnenden Geist. Du hast die gleiche Beziehung zum Vater. Du hast die gleichen Ressourcen, die gleichen Möglichkeiten. Du hast die gleichen Kraftzeichen und Wunder zu tun. All das ist da, in ihm. Und deshalb heißt es beispielsweise, was Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Halleluja. Und es geht sogar noch weiter. Und er wird noch größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das heißt, wenn ihr hier bleibt, habt ihr das Potenzial, sogar noch größere Dinge zu tun. Warum? Weil er das Haupt ist im Himmel und wir der Leib sind. Der Tausch am Kreuz beinhaltet, Gott nimmt das was wir als gefallene Schöpfung zu bieten haben, auf sich und gibt uns das, was er als Gott zu bieten hat. Nochmal, Gott nimmt das, was wir als gefallene Schöpfung zu bieten haben und gibt uns das, was er zu bieten hat, seine Göttlichkeit, seine Ewigkeit, Gemeinschaft mit ihm. Der Tausch am Kreuz beinhaltet, Jesus wurde zu dem, was wir waren, Menschen dieser gefallenen Schöpfung, damit wir zu dem wurden, was er ist. Ein Mensch nach dem Absichten Gottes, nach dem Herzen Gottes, nach dem Plänen Gottes, in dem sein Geist ist. Der Tausch am Kreuz beinhaltet, er nimmt unser Leben und gibt uns im Austausch dazu sein Leben. Lasst uns in diesem Leben wandeln, bitte. Lasst uns in diesem Leben wandeln. Alles, was wir tun müssen, ist dazu Ja zu sagen, das zu akzeptieren, persönlich für uns anzunehmen. Wir müssen akzeptieren, dass wir nichts zu bringen haben. Ja? Außer unserem Gefallensein, unserem Verlorensein, unserem Ja, ich nehme das für mich an. Ja, ich glaube das. Ja, ich akzeptiere das. Ja, ich verlasse mich auf nichts anderes. Weißt du was? Mehr kannst du nicht bringen. Und mehr brauchst du nicht zu bringen. Der Tausch am Kreuz beinhaltet alles, was wir jemals in Zeit und Ewigkeit brauchen werden. Und schon seit den Tagen der Urgemeinde tobt ein gigantischer Kampf um diese Wahrheiten. Weil der Feind Horror dafür hat, dass Christen, Nachfolger Jesus, das verstehen, um was es hier geht bei diesem Tausch am Kreuz. Das, was dieses Package beinhaltet. Und er versucht, die Kinder Gottes zu berauben, ihnen irgendwas zu erzählen, um ja nicht in dieser Wahrheit voranzugehen. Die zentralen Wahrheiten, die darin enthalten sind. Versucht er durch falsche Lehren, durch Lügen, durch irgendwelche Denkkonstrukte wegzunehmen, Festungen, irgendwas, uns das auszureden, was Jesus uns real gegeben hat. Er erzählt uns, wir sind Sünder, wir müssen krampfhaft äh, darum ringen, irgendwie in die Ewigkeit zu kommen und uns irgendwelche Benimmregeln halten. Und wir fokussieren uns auf unser Verhalten und statt auf sein Werk am Kreuz und das, was er für uns getan hat. Der Feind macht die Gnade klein. Das Wirken des Herrn klein. Das was der Herr getan hat, klein und unsere Probleme macht er groß. Und er bringt uns dazu, dass wir uns auf Berg und Taten und irgendwas verlassen, vielleicht eine Mitgliedschaft in irgendeinem Laden, ja, und unseren Fokus wegzuziehen von dem, was wirklich wichtig ist. Er erzählt uns beispielsweise auch, dass wir den dämonischen Kräften also hoffnungslos unterlegen sind, Hilfe weit unterlegen, dass er, der Feind, mächtig ist, unermesslich mächtig, und dass wir kämpfen müssen, es scharf, so gerade in die Ewigkeit irgendwie zu schaffen. Er versucht uns zu erzählen, dass wir das Leben, das Christus für uns gegeben hat, dass das gar nicht für uns wirklich gilt, dass wir gar nicht wirklich in dieser Dimension leben können, dass es überhaupt Quatsch ist, ne? in diese Freiheit, in diese Fülle hineinkommen zu können. Er erzählt uns, dass wir als Christen arm, schwach, krank, gebrechlich, erbärmlich zu sein haben. Und weißt du was? Viele Christen glauben das. Und es gibt entsprechende Lehrkonzepte, die das entsprechend weitergehen. Doch der Tausch am Kreuz beinhaltet alles, 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 was Jesus Christus ist und hat. Vollkommene Versorgung, vollkommenen Segen. Dazu gehört auch Heilung, Befreiung, kein Mangel, Gnade und so weiter. Weißt du, das Wort für Errettung heißt Soteria und da geht es darum, heil sein in jedem Lebensbereich. Halleluja. Der Tausch am Kreuz beinhaltet, dass wir so leben können, wie es die Absichten Gottes sind, in der Position, die von ihm gegeben hat, in dieser Herrschaft, dieser Autorität, wie Christus gelebt hat. Unter ihm, er ist das Haupt. Das ist viel, viel, viel mehr, als Adam damals hatte. Denn wir haben den Geist Gottes in uns, Halleluja! Wir sind eins mit Jesus, Halleluja! Er ist das Haupt. Und vom Haupt gehen die Impulse aus. Vom Haupt wird der ganze Leib gesteuert, wird geleitet. Aber der Leib ist es, der dann agiert. Der Leib ist es, der läuft, der Leib ist es, der greift, der nimmt, der geht, der arbeitet, der sich bewegt und so weiter. Der Leib ist es, der das tut, der das umsetzt, was das Haupt an Impulsen gibt. Ja? Und wir müssen verstehen, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind nicht unser eigenes Haupt, nicht unser eigener Herr, nicht unser eigener König. Wir haben, als wir Jesus unser Leben gegeben haben, ihn als Herrn und König und Haupt akzeptiert. Leider ist es so, dass nicht wenige Christen irgendwann sich diese Position wieder aneignen, was tragisch ist. Wir müssen ihn, wirklich ihn, unser Haupt sein lassen. Wir sind nicht mehr unser eigener Herr. Wir akzeptieren, dass er das Haupt ist, das uns durch seinen Geist leitet und führt. Unser Leben gehört ihm. Wir sind eins mit ihm. Wir haben unser Leben ihm gegeben. Halleluja. Und seine Herrschaft unterstellt. Und wir sind bereit, die Werke zu tun, die er durch uns tun will. Wir akzeptieren das. Deshalb heißt es in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Halleluja, das ist christlicher Lebenswandel. Vorbereitete Werke, in denen wir wandeln, spazieren gehen. Nichts mit Abrackern, Placken, Mühsal und irgendwelchen fürchterlichen Dingen. Der Tausch am Kreuz ist grandios, ist genial. Beinhaltet alles, was wir uns überhaupt nur vorstellen können. Weißt du, der Geist Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Und es ist deshalb so entscheidend wichtig dass wir den Geist Gottes achten und wertschätzen, ihm Raum geben. Denn wer das nicht tut, wer ihn nicht wertschätzt, wer ihn vielleicht sogar beleidigt betrübt, der kann gar nicht in der Wahrheit leben, denn er ist der Geist der Wahrheit. So wer sich von ihm nichts mit ihm zu tun haben will, der öffnet sich einem Geist, der jedenfalls nicht der Geist der Wahrheit ist. So wenn der, Geist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist, ist jeder, der ihn ablehnt, offen für... Verführung, für, für Lüge, für alles Mögliche, Verwirrung. Und das haben wir auch leider in der Christenheit. Deshalb ist es so wichtig, ein Verständnis, eine Offenheit für den Heiligen Geist zu haben. Ihn willkommen zu heißen, er ist in dir. Wenn du ihn ablehnst, hast du ein Problem als Kind Gottes. Der Geist Gottes ist uns gegeben. Wir brauchen keinen Mittler mehr, irgendwie einen Priester oder einen Heiligen oder sonst was, ja. Was für uns irgendwelche Handreichung tut. Nein. Wir selber haben direkten Zugang ins Allerheiligste, wo er ist. Mit aufgedecktem Antritt können wir hinzutreten zum Thron der Gnade. Damit ist die Bundesleitung im Allerheiligsten gemeint. Halleluja. Wir haben Zugang in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Es gibt keine Trennung mehr. Der Vorhang ist zerrissen. Halleluja. Der Weg ist offen. Gott in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du was? Wir werden die Ewigkeit brauchen, um zu verstehen, was Geniales, Unermessliches dort am Kreuz geschehen ist, was er dort am Kreuz für uns getan hat. Wir werden es, glaube ich, niemals völlig, völlig erfassen können, was er vollbracht hat. Doch jetzt schon können wir ahnen, was für ein Vorrecht es ist, dass wir daran Anteil haben können und dürfen. Und wir sollten wirklich, wir müssen dementsprechend leben. Aus Dankbarkeit. Er hat alles gegeben, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die richtige Antwort ist darauf, dass wir ihm auch alles geben, uns völlig seiner Herrschaft unterstellen. Halleluja. Und ich komme zum Schluss und sage dir, Christus allein ist unser Vorbild. Wir sollen so leben, wie er ist. Denn er hat unser altes Leben genommen und uns dafür sein ewiges, kraftvolles, geisterfülltes Leben gegeben. Und das Größte, was wir tun können, um ihn zu ehren, ist, dass wir genau in dem Leben, in dem Vorangehen, das umsetzen, das aufgreifen, darin wandeln, was er uns geschenkt hat. Das ist die einzige richtige Art, wie wir damit äh, umgehen können, wie wir darauf reagieren können als neue Kreatur leben, als König, als Priester, als jemand, der Ebenbild Gottes ist, gegenüber Gottes ist, der sich dieser Position bewusst ist, der darin vorangeht, der darin lebt, als Gesandter, als sein, an seiner Stadt, als Tempel, als Salz, als Licht. Halleluja! Das ist vernünftiger Gottesdienst. Weißt du, Gottes Geschenk an uns, ist durch diesen Tausch am Kreuz dieses neue Leben als Gegenüber und Ebenbild. Unser Geschenk an ihn ist, dass wir Ja dazu sagen, es aufgreifen und darin wandeln. Er ist unser Haupt, er ist unser König. Und so lesen wir in Galater 2, Vers 20. Und das soll für uns alle gelten. Ich lebe, doch tun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Der Tausch am Kreuz ist das Größte, was wir als Menschen in Zeit und Ewigkeit jemals ergreifen können. Und ich hoffe, dass diese Botschaft, die ein Bewusstsein dafür gibt, was der Herr für uns getan hat. Und dass wir wegkommen von diesem, wie soll ich mal sagen, minderwertigen, kleinkarierten, schwachen, erbärmlichen, quengelnden Christenleben, von diesem Murren, wie es das Volk Israel in der Wüste schon hatte. Weil wir haben alles. Wir sind die Lösung für diese Welt. Ja. Lass uns darin leben. Lass uns da in Position kommen. Lass uns hineingehen in das, was er für uns hat. Der Geist ist in dir und damit hast du alles, was du jemals brauchen kannst. Das Wichtigste ist, dass du mit ihm kooperierst, dass du mit ihm lebst, ja. dass du auf seine Stimme hörst. Halleluja. Das stimmt. So viele Wahrheiten. Das war ja ein reichgedeckter Tisch irgendwie. So habe ich gedacht. Von jedem, was der Herr für uns getan hat, konnte man so voll nehmen und... Ähm, ja, es ist das volle Package. Von ihm sich dienen lassen. Und ich habe so gedacht: äh, wenn du jemanden hast, mit dem du im Gespräch bist, über den Glauben an Jesus, dann schick ihm doch diese Predigt oder diesen Teil dieser Predigt zu. Ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen einfach so diesen Tausch am Kreuz noch gar nicht verstanden haben, noch gar nicht gehört haben. Und ähm, das da, gilt auch für viele Christen. Ja, und ähm, dass du einfach jemanden damit vielleicht helfen kannst. betet darüber, lass dir jemanden zeigen, ähm, für den das äh, eine wirkliche Offenbarung würde, eine Hilfe, eine ähm, ja, eine Hilfe zum Leben. Und ähm, ich glaube, dass das einfach vielen Menschen Dinge zeigen könnte, offenbaren könnte, die wirklich lebenswichtig, sind bemerkenswert. Halleluja, das war die Absicht. Herr, wir danken dir für das yes. Geniale, Kodabashi was du für uns getan hast. Das Kreuz ja. ist das Kodabashi Wichtigste, was es in Kodabashi. der Geschichte der Menschheit gibt. Ja. Dein Kommen und was damit verbunden ist, Kodabashi ist zentral, von allergrößter Bedeutung, mhm. nie zu erfassen. Halleluja. Und ich bete dafür, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, was darin enthalten ist. Welche Herrlichkeit, welche Position, welche Autorität uns wiedergegeben ist. Und dass wir den Geist Gottes in uns haben können. Herr, dass wir ein Verständnis davon bekommen. In Deutschland wurde der Geist Gottes beleidigt, abgelehnt von großen Teilen der Christenheit. Und wir haben gesehen, wie sich Deutschland entwickelt hat. Herr, es ist Zeit für eine neue Ausgießung deines Geistes. Es ist Zeit für eine neue Bewegung deines Geistes, dass die Welt sieht wie diese verrottete Nation durch deinen Geist erschüttert werden kann und in die Position kommen kann, in die Berufung kommen kann, die du dafür geplant hast. Wie ein Paulus durch eine Begegnung mit dir komplett verwandelt wurde. Ja, wir beten dafür, dass wir ein Verständnis bekommen davon, wer wir in dir sind, wer wir in dir sind, was wir in dir haben. Dass wir aufhören, um irgendwelche Kleinigkeiten zu kämpfen, sondern dass wir ein Verständnis haben, wer wir sind und wer du in uns bist. Herr, wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes. Wir danken dir für jeden, der hier jetzt zugehört hat und in jedem Menschenherzen, in das du hineingewirkt hast durch dein Wort, durch die Darstellung dieses Tausches am Kreuz. Und Herr, wir beten jetzt für jeden, der hier zugehört hat, jetzt in diesem Moment, aber wir beten yes. auch für die, die später diese Botschaft hören werden, dass es eine Botschaft zum Leben wird. ein eine Botschaft, wo der Tausch am Kreuz wirklich vorgenommen wird, wo es zu einer Lebensübergabe kommen wird und kommen kann und kommen darf und kommen soll, damit neues Leben, neuer Mensch, neue Kreatur lebendig in dir Christus werden kann. Herr, wir proklamieren, dass es wirklich eine Botschaft ist, die von Herz zu Herz gesprochen ist und von Herz zu Herz erlebt wird. Diese Botschaft, die von dir selbst kommt. Kalamazoo, dein Kalamazoo. Angebot. Und wir proklamieren, es gibt einen Neuanfang für viele Menschen, Halleluja. die diesen Neuanfang brauchen in Jesu Namen. Und ich habe auf dem Herzen jetzt einfach die Möglichkeit zu geben, hier dieses Übergabegebet in dieser Broschüre hier, hier einfach noch zu geben. Ich werde das vorlesen, du wirst es nachsprechen. Und du hast Gelegenheit, das einfach, wenn dich das anspricht, da wirklich hineinzugehen, das für dich zu akzeptieren, einen Neuanfang einfach wieder zu machen, vielleicht auch ja. mit dem Herrn. Das ist dein Gebet. Jesus Christus, ich wende mich dir zu. Jesus Christus, ich wende mich dir zu. Ich akzeptiere hiermit, dass ich ein Sünder bin. Ich akzeptiere hiermit, dass ich ein Sünder bin, der keinerlei Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise gerecht vor Gott zu stehen. Der keine Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise gerecht vor Gott zu stehen oder zu ihm gelangen zu können oder zu ihm gelangen zu können. Ich erkenne, dass ich von Gott getrennt bin. Ich erkenne, dass ich von Gott getrennt bin. Du, Jesus Christus hast den Weg frei gemacht. Du Jesus Christus hast den Weg frei gemacht damit ich damit ich zu Gott kommen kann zu Gott kommen kann Ich akzeptiere das jetzt für mich Ich akzeptiere das jetzt für mich Ich akzeptiere dass du Jesus Ich akzeptiere dass du Jesus für mich lebst für mich lebst gestorben und auferstanden bist Gel gestorben und auferstanden bist Ich akzeptiere deinen Opfertod für mich Ich akzeptiere deinen Opfertod für mich. Den du stellvertretend am Kreuz hm. erlitten hast. Den du stellvertretend am Kreuz erlitten hast. Ich akzeptiere den Tausch am Kreuz. Ich für mich. akzeptiere den Tausch am Kreuz für mich. Ich nehme das jetzt für mich persönlich willentlich in Anspruch. Ich nehme das jetzt für mich persönlich willentlich in Anspruch. Herr, ich tue Buße für alle Dinge. Herr, ich tue Bose für alle Dinge, die ich falsch gemacht habe, die ich falsch gemacht habe, wissentlich oder unwissentlich. Wissentlich oder unwissentlich. Ich bitte dich, dass du mich in einen Prozess der Reinigung, ich bitte dich, dass du mich in einen Prozess der Reinigung, der Heiligung der Heiligung und, und deines Segens hineinführst Ich möchte anders leben, als ich bisher lebte. Ich möchte anders leben, als ich bisher gelebt habe. Ich möchte so leben, wie es dir wohlgefällig ist. Ich möchte so leben, wie es dir wohlgefällig ist. Bitte zeige mir alle Dinge in meinem Leben. Bitte zeige mir alle Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Die nicht in Ordnung sind. Und hilf mir, sie zu bereinigen. Und hilf mir, sie zu bereinigen. Und völlig frei von allem zu werden. Und völlig frei von allem zu werden, was deinen Absichten für mein Leben widerspricht. Was deinen Absichten für mein Leben widerspricht. Ich nehme all das an, was du für mich getan hast. Ich nehme all das an, was du für mich getan ich hast. Ich akzeptiere dich als meinen alleinigen Herrn, Retter und Erlöser. Ich akzeptiere dich als meinen alleinigen Herrn, Retter und Erlöser. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast dein Leben für mich gegeben. Das empfange ich als Geschenk der Erlösung. Das empfange ich als ein Geschenk der Erlösung. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Es gehört dir. Es gehört dir. Im Namen Jesus erkläre ich Im Namen Jesus erkläre ich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Ich habe siegreiches Leben hier. Ich habe siegreiches Leben hier. Auf dieser Erde. Auf dieser Erde. Und nach meinem Tod. Und nach meinem Tod. ewiges Leben in der Gegenwart Gottes ewiges im Himmel. ewiges Leben bei Gott im Himmel. Halleluja. Halleluja. Ich ich, ich erkläre. Ich erkläre. Ich habe den Tausch am Kreuz ergriffen. Ich habe den Tausch am Kreuz ergriffen. Amen. Amen. Und jetzt ist es das Beste, wenn du das Gebet nachgesprochen hast, wenn du weiter betest mit deinen eigenen Worten yes. und wenn du da hineingehst und einfach das, was dir in den Sinn kommt, ja. einfach weiter betest. Yes. Halleluja. Amen. Ja, ich hatte das auf dem Herzen und wir freuen uns. Genau. Wenn du einfach wirklich mehr von Gott erwartest, mhm. wenn du dir bewusst bist, Gott hat mehr für mich. Viel mehr. Ja. Viel mehr. Vielleicht bist du schon lange Christ. Ich sage dir, Gott hat viel, viel, viel mehr für dich. Amen. Yes. Du darfst dich danach ausstrecken. Ja. Du kannst verstehen, der, dieser Tausch am Kreuz ja. beinhaltet viel, viel mehr. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Lebenszeit ergreifen können, was da alles drinsteckt. Nein, wir haben ja die Ewigkeit her Zeit. Und wir haben, wir, wir sind da auch mit drin. Wir, das ist eine Predigt auch für uns. Weil wir sind auch in dem Ding, dass wir sagen, da sind Bereiche drin: Heilung, Segen, Versorgung, die wir einfach noch erkennen müssen, wo wir uns noch ausstrecken ja. müssen, die wir ergreifen wollen. Halleluja. Ergreifen und erleben. Ja. Da kommen wir hin. Halleluja. <laughs> Amen. Wunderbar.